Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Nun, es ist heute, was haben wir heute? Donnerstag, genau, Donnerstag. Ich drehe das Video für die nächste Woche. Und das Thema, es wurde gefragt, wie kann man Diabetes vorbeugen? Es ist ein interessantes Thema, weil für mich persönlich ist es sehr interessant, weil es an eins meiner Lieblingsthemen gebunden ist, und das ist die Ernährung. Und ja, erstmal der Intro und dann geht's weiter. Ganzen wissen wir alle mittlerweile, auch die nicht in der Pflege tätig sind, was Diabetes ist, weil das ist mittlerweile sozusagen die Volkskrankheit geworden, nicht nur hier in Deutschland, leider auch in vielen Ländern Europas. Nun, für die es nicht so richtig kennen, es gibt ein Video auf dem Pflegekanal, das sich direkt mit dem Thema Diabetes befasst. Den Link werde ich unten in die Beschreibung hinzufügen. Nur ganz kurz, also Diabetes Typ 1 ist ja eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, darauf hat man keinen großen Einfluss und die kann man auch nicht vorbeugen. Diabetes Typ 2, da will ich alle Fälle, weil Diabetes Typ 2 kann ja entstehen als Nebenerkrankung, als Folgeerkrankung. Zum Beispiel mein Onkel, der ist leider an Krebs verstorben. Der Krebs war mittig auf der Leber und hat dann den Darm erwischt. Und im Laufe der Erkrankung, wie sich der Krebs halt verbreitet hat, so kam es auch zu einem Diabetes Typ 2. Also diesen Diabetes will ich auch hier ausschließen, weil da hat man auch keinen Einfluss. Also generell als Folgeerkrankung, da kann man nichts machen. Aber der uns wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist der Typ 2, der durch eine Fehlernährung oder Überernährung entsteht. Und der ist wirklich sehr wichtig und diesen kann man vorbeugen. So, wir sind bei mir in der Firma angekommen. Das heißt, ich nehme mich einfach mal mit rein und dann gucken wir mal weiter. Und Tür auf, morgen. Willst du rein ins Video? Ganze Welt sieht dich. Und hast du auch Spaß? Das ist meine Kollegin, sag hi. Hi. Na? Viel Spaß. Danke. Morgen, Chefs. Moin. Ah, die Chefs sind gut gelaunt. Hi, Miri. Oh, die Miri ist auch gut gelaunt. Ich hau ab. Das Besprochene wurde besprochen. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee. Und dann geht's weiter mit der Arbeit. Also die Hauptursache bei Diabetes mellitus Typ 2 ist die Fehlernährung oder Überernährung, Mangel an Bewegung, Rauschmittel wie Alkohol, Zigaretten und so weiter. Also das alles führt zu einem Diabetes mellitus Typ 2. So, anmachen, Tasse, graue Tasse. Ich liebe Kaffee. Genau. Also, fangen wir mit der Ernährung an. Seit ich in der Pflege bin, habe ich so einen Einblick in das Frühstück, das so im Allgemeinen in Deutschland auf den Tischen steht. So, der ist ein bisschen zu laut. Also, was gibt's da zu essen? Also, meistens sind es weiße Brötchen, Weißbrot, Toastbrot und so weiter. Also, das sind alles, sag ich mal, leere Kohlenhydrate. Also, da ist nichts Nahrhaftes drin. Es ist rein Zucker. Dann kommt ein bisschen Butter drauf, dann kommt die Marmelade drauf. Die Marmelade, Gott sei Dank, auch mit viel Zucker. Auf jeden Fall, so ein durchschnittlicher Frühstücker nimmt zum Frühstück bestimmt so um die 30 Gramm, 40 Gramm Zucker zu sich. Und die Menge, die man täglich zu sich nehmen sollte, laut WHO, also der World Health Organization, liegt bei 25 Gramm am Tag. Also, wenn wir schon zum Frühstück 25 Gramm Zucker zu uns nehmen, was ist dann mit dem Rest des Tages? Die Sache ist, bei einer Fehlernährung ist es halt
man nimmt nicht ausreichend von allen Bestandteilen der Ernährung zu sich. Wir haben ja Eiweiß, wir haben Fett, wir haben Kohlenhydrate. Und da unterscheiden wir auch unter Anführungsstrichen jetzt gute Kohlenhydrate, schlechte Kohlenhydrate, gutes Fett, schlechtes Fett, gutes Eiweiß, schlechtes Eiweiß. Also ein Ernährungswissenschaftler wird mich wahrscheinlich jetzt steinigen und aus dem Fenster schmeißen und letztendlich, wenn ich es überlebe, wird er mich auf ein Kreuz aufhängen und verbrennen. Aber es ist halt so. Es gibt gute Kohlenhydrate, es gibt schlechte Kohlenhydrate. Was bedeutet das? Ein Weißbrot ist ein schlechtes Kohlenhydrat. Warum? Weil da ist nichts Nahrhaftes drin. Das wird von unserem Körper sofort zu schneller Energie verwertet. Also das ist reiner Zucker. Und wir haben ein Vollkornbrot. Das sind gute Kohlenhydrate. Warum? Unser Körper braucht viel länger Zeit, um die auseinanderzunehmen und verwertet sie komplett anders. Das ist das Gleiche, wenn man sagt, hier, ich zum Beispiel lebe zuckerfrei. Ich esse keinen raffinierten Zucker. Aber du isst Bananen. Ja, aber eine Banane ist kein Zucker. Eine Banane ist eine Frucht, die besteht aus Ballaststoffen und Fruchtzucker innen drin. Das heißt, bis der Fruchtzucker in meinem Körper, in meinem System drin ist, braucht es Zeit, bis das verdaut ist. Und wenn ich ein Bonbon nehme, habe ich rein Zucker und das geht direkt in mein Blut. Was passiert im Blut? Wir wissen es ja, so, wenn Zucker drin ist, Insulin wird freigesetzt, damit der Zucker verwertet werden kann. Und so kommt es dazu bei einer Fehlernährung, dass dann die Produktion von Insulin dermaßen gesteigert wird, dass irgendwann mal das Organ überbelastet ist und erschöpft ist und kann kein Insulin mehr produzieren. Tapp, wir haben Diabetes. So, also Büro beendet. Jetzt geht's nochmal zu einem Kunden. Ich habe mich eben im Spiegel gesehen. Ich bin nicht nur der unrasierteste Mensch auf YouTube, ich bin auch. Meine Haare sind furchtbar, ich muss zum Friseur. Ich hoffe, dass mit den guten und schlechten Kohlenhydraten ist gut angekommen und verständlich. Und es ist klar, was ich damit gemeint habe. Wenn du vorbeugen willst, musst du deine Ernährung wirklich, ich will nicht sagen optimal, gestalten. Im Guten und Ganzen sagt man, aus 100% sollten so um die 50% Kohlenhydrate sein, 30% Eiweiß und die restlichen 20% Fett. Es gibt verschiedene Ernährungsmöglichkeiten, Ernährungsarten. Im Moment ist zum Beispiel das intermittierende Fasten sehr populär. Nach dem Prinzip tue ich mich auch selbst ernähren. Also da hat man eine bestimmte, eine festgelegte Zeit, in der man essen darf. Und dann hat man einen Zeitraum, wo man fastet, der meistens so zwischen 16 und 20 Stunden liegt. Das heißt, man überspringt entweder das Frühstück oder das Abendessen, wie man sich halt das anpasst. Jeder sollte das Seine finden, was zu ihm passt und was ihm gut tut. Als zweiten Punkt, der sehr wichtig ist beim Vorbeugen von Diabetes mellitus Typ 2, ist die Bewegung. Und nicht viele Menschen bewegen sich heutzutage, nicht im Beruf, nicht im Alltag. Okay, wir in der Pflege bewegen uns sehr viel, egal ob es jetzt ambulant oder stationär ist. Wir gehen, wir laufen viel, das stimmt. Aber was ist danach? Die meisten kommen nach Hause, legen sich hin, essen was, legen sich hin und schalten die Glotze an und das war's. Der Körper ist nicht gebaut für sowas. Der Körper ist gebaut, damit er sich bewegt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig. Egal, ob ihr jetzt schwimmen geht, Fahrrad fahrt, laufen geht, einfach einen Spaziergang macht. Ein Yoga-Kurs, egal, es ist alles ist Bewegung. Es verbrennt Kalorien, es fördert die allgemeine Gesundheit, die Verdauung, der komplette Metabolismus funktioniert anders, wenn man sich regelmäßig bewegt. Man wird es auch merken, egal wie man kaputt von der Arbeit kommt,
Nach so einem Training fühlt man sich voller Energie und am nächsten Tag morgens springt man eher aus dem Bett raus, als wenn man nichts macht. Dann zieht man sich wie eine Schlange oder wie ein Rotz aus der Nase, zieht man sich aus dem Bett raus. Des Weiteren Rauchen, Alkohol und so weiter, das sind auch sehr schädliche Mittel, die auch zu Diabetes führen können. Sagen wir mal, ein Raucher direkt kriegt keinen Diabetes vom Rauchen nur, aber durch das Rauchen verschlechtert sich die Lungenkapazität. Durch die schlechte Lungenkapazität kommt es immer weniger zu Bewegung und Mangel an Bewegung führt wieder dazu, dass man an Körpergewicht bekommt. Und man sieht das, das ist kleine Bestandteile einer großen Kette, die halt letztendlich das gleiche Endergebnis haben, einen Diabetes mellitus. Ich glaube, das habe ich in einem Video schon erwähnt, diese Idee über Nervennahrung, Zucker. Zucker ist Nervennahrung. Oh, ich brauche was Süßes, ich bin gestresst, ich bin genervt, gib mir Schokolade, gib mir Zucker. Das ist Kacke, Leute, das ist Kacke pur. Also, laut Wissenschaft bindet sich Zucker an derselben Stelle, wo sich Heroin bindet im Gehirn. Also denk mal drüber nach. Warum schiebt die Lebensmittelindustrie so viel Zucker in die Produkte rein? Nicht, weil die Produkte dann besser schmecken. Kauft mein Produkt schmeckt am besten. Nein, die machen euch süchtig. Der Zucker macht euch süchtig. Und wenn man mit Zucker aufhören möchte, sollte man ihn langsam aus dem Leben verbannen. Das heißt, eine Entziehungskur machen. Langsam, langsam absetzen, absetzen, absetzen und Schluss. Irgendwann mal Schluss. Probiert es einfach. Es ist empfehlenswert. Probiert es einfach aus. Ihr werdet sehen, wo der Unterschied liegt. Also, nochmal Rekapitulation. Wenn ihr den Diabetes mellitus Typ 2 vorbeugen wollt, gute ausgewogene Ernährung, viel Bewegung, Sport treiben und Rauschmittel minimieren, wenn es geht, komplett weglassen und schon ist man etwas gesünder. Diese Formel kann man auch anwenden bei jemandem, der schon Diabetes mellitus Typ 2 hat. Das heißt, durch die Umstellung der Ernährung, mehr Bewegen, kann man dazu kommen, dass der Diabetes so eingestellt ist, dass man das Insulin nicht mehr braucht. Also es ist eine Möglichkeit, es gibt immer Möglichkeiten, man muss halt nur ausprobieren, testen, testen, testen. Aus persönlicher Erfahrung, ich war ja nicht immer so diszipliniert wie jetzt. Ich trainiere ja heute, dann haue ich mir jetzt was richtig Gutes rein und später tue ich das ausschwitzen. Falsch. Sehr, sehr falsch. Es gibt Kalorienrechner. Es gibt jede Menge Online-Kalorienrechner, die zeigen sogar, wie viel Kalorien man verbraucht, wenn man irgendwie eine Sportart treibt oder spazieren geht und so weiter. Ein Croissant zum Frühstück hat um die 350 bis 450 Kalorien. Eins. Und damit man ein solches gutes Stück abbaut, muss man zwischen 30 und 40 Minuten langsam joggen. Ey, was ist schon ein Croissant? Für eine ganze Pizza, die ungefähr doppelt so viel Kalorien hat, braucht man 70 bis 80 Minuten joggen, um die abzubauen. Also ich verstehe die Logik nicht. Ich selbst hatte diese Logik. Ich hau mir eine Pizza rein, dann trainiere ich eine Stunde, die ist dann weg. Falsch. Nun, ich hoffe, das Video wird nicht zu langweilig sein. Ich weiß, es ist eine große Leidenschaft von mir, über die Ernährung zu erzählen, weil ich persönlich denke, dass die Ernährung viel mehr Einfluss hat auf unseren Körper, als wir denken. Also wir unterschätzen die Ernährung sehr heutzutage und es wird auch nicht viel gemacht, nur damit diese Ernährungspyramide und diese Lebensmittelindustrie aufrechterhalten wird. Das ist mein persönlicher Gedanke. Vielleicht liege ich im Unrecht. Auf jeden Fall
Wenn euch das Video gefällt, Like-Button drücken. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Thema, was ihr persönlich hält. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ansonsten wünsche ich eine gute Zeit, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.